Meine Damen und Herren, fangen wir an. Sie sind hier beim Wirtschaftsbeirat Bayern. Die, die hier sitzen, wissen das natürlich, aber es schauen noch andere zu. Und der Wirtschaftsbeirat Bayern hat verschiedene Ausschüsse. Dies ist der ordnungspolitische Ausschuss und hier geht es darum, wie sich die Energiewende einordnet in unser Ordnungssystem in Deutschland und was auch grundsätzlich aus physikalischer Sicht zu sagen ist. Denn unser Referent, Professor Gerd Ganteföhr aus Konstanz, ist ein gewaschener Physiker. Er hat über Astrophysik seine Diplomarbeit schon geschrieben und hat über Nanopartikel geforscht in der Doktorarbeit und in der Habilitation und hat einen ordentlichen Lehrstuhl Zeit seines Lebens bekleidet, meistens in Konstanz, und war aber zwischendurch Research Professor an der Johns Hopkins University in den USA und war bei Acatec Referent des Rektors nebenher. Er hat also verschiedene Kontakte in die reale Wirtschaftswelt und auch international. Wenn Sie wissen wollen, wie der Klimawandel funktioniert, müssen Sie einfach Herrn Ganteföhr hören. Dann haben Sie es wirklich verstanden, was der Mechanismus ist. Und das ist eben seine Kunst. Oder wenn Sie wissen wollen, wie die Relativitätstheorie funktioniert, dann gehen Sie ins Internet. Da gibt es eine Vorlesung, die ist 7 Millionen Mal angeklickt. Relativitätstheorie, 7 Millionen Mal, ist ja schier unglaublich für ein eigentlich so sperriges Thema. Insofern können wir heute sehr viel erwarten, wenn wir seinen Vortrag hören über Sonne und Wind. Ich selbst habe den Wind vorhin gespürt, der war ziemlich stark, ich komme aus Gauting und die S-Bahn-Strecke war also ziemlich blockiert und ich habe also wahnsinnig viel Zeit gebraucht, um hierher zu kommen, weil man da erst die Bäume noch wegräumen musste. Nun, also Kraft ist da, er kommt nur immer ein bisschen plötzlich und man muss diesen Wind irgendwie bändigen und in das Netz kanalisieren, um damit die Räder der Industriegesellschaft zu bewegen. Die müssen sich ja gleichmäßig bewegen und können nicht so stoßhaft sich bewegen wie der Wind. Ja, unser deutscher Weg ist ein besonderer, das wissen Sie alle. Während die Franzosen glauben, dass die Atomkraft ein Erbschatz ist, den sie nicht hoch genug bewerten können für ihr Land, glauben die Deutschen, das ist des Teufels, und setzen alles auf Wind- und Sonnenstrom. Und die Frage ist jetzt eben, wie gut das denn alles funktioniert, welche technischen Möglichkeiten gibt es, sind unsere Hoffnungen berechtigt, wo müssen wir vielleicht realistischer werden und wohin können wir kommen mit dieser Energiequelle für ein Industrieland. Obwohl, der Titel sagt es ja schon, der Referent meint, sie reichen nicht. Ob er uns überzeugen kann, das werden wir jetzt hören. Herr Ganteföhr, Sie haben das Wort. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herr Sinn hat mich ja schon eingeführt als gewaschenen Physiker. Also das Wort gewaschen, ja, okay. Also ich bin jetzt in Pension ist also ein neuer Zustand und habe aber eine GmbH nebenher und unter anderem machen wir Consulting in Energie und Klima. Und mein Markenzeichen, was ich versuche auch jetzt hier in diesem Vortrag dann zu leben, ist eigentlich diese Ideologie Neutralität, also der Versuch wirklich beim Sachlichen zu bleiben und nicht in so eine Emotionalität zu geraten, sowohl von der Seite, die jetzt mal wegen diese ganze Klimageschichte für Unsinn halten und für, ja, also das vollkommen ablehnen, auch sehr emotional und dogmatisch, oder eben die andere Seite, die meint, dass die Klimaerwärmung jetzt demnächst zum Tod der Menschheit führt und das ebenso dogmatisch und absolutistisch fordern. Der Nachteil der Ideologieneutralität ist allerdings, dass man eigentlich auf allen Seiten keine Zustimmung findet, weil die eine Seite meint, man wäre viel zu sehr auf der anderen Seite und umgekehrt und keiner stimmt mir zu. Das ist eben so ein bisschen ein Problem. Ja. Aber ich versuche eben da einigermaßen sachlich zu bleiben und will das jetzt hier mal analysieren. Ja, und zwar erstmal bin ich der Meinung, dass die Naturwissenschaft
als Idee der Naturwissenschaft gegen die Angst kämpft. Und das sollte eigentlich auch nach meinem Verständnis eines Naturwissenschaftlers oder einer Naturwissenschaftlerin so sein, dass wir für Vernunft, für Besonnenheit und gegen Dogmatismus und gegen Angst kämpfen. Und ich habe hier mal drei Bilder zusammengestellt. Das ist also rechts der Spiegel von 1986. Da ging das also los mit der Klimadebatte. Das Klimaerwärmungssignal war eigentlich noch gar nicht so deutlich zu erkennen. Das ist ja ungefähr ab 1980 taucht das so aus dem Rauschen auf, dass es eben tatsächlich wärmer wird. Und der Spiegel hat dann gleich dieses Titelbild hier genommen, das sachlich übrigens richtig ist. Ja, in der Tat ist es so, dass wenn alles Landeis abtauen würde, also die Antarktis und Grönland, dann würde der Meeresspiegel, das ist so eine Übungsaufgabe in einer Vorlesung für die Studis, da würde der um 80 Meter steigen. Ja, wir sind hier in München, das würde uns hier vielleicht nicht betreffen. Und ich bin am Bodensee wohnhaft, 400 Meter hoch, würde ich auch sagen, ja okay, ne, dann haben die da in Köln ein Problem, die sind dann neuerdings am Meer oder sogar im Meer. Allerdings muss ich den Schweizern immer sagen in meinen Vorträgen, ja, das mag ja sein, dass das jetzt die Schweiz nicht betrifft, aber die Holländer kommen dann alle. Und schon werden die Leute sehr nachdenklich. Ja, allerdings ist das eben eine Übertreibung vom Spiegel, ist zwar physikalisch sachlich richtig, aber das Abtauen des Landeises würde 20.000 Jahre dauern und 20.000 Jahre ist eine geologische Zeitspanne, in der dann auch Zyklen auftreten können zwischen Eiszeiten und Warmzeiten. Das sind dermaßen lange Zeit, dass sich die Konditionen da drastisch ändern. Wir haben im Augenblick einen Meeresspiegelanstieg, zum größten Teil menschengetrieben, von etwas mehr als 3 oder vielleicht 3,7 Millimetern pro Jahr. Und dann kann man ausrechnen, dass es 20.000 Jahre dauern. Das wird sich sicherlich über diese enorm lange Zeitspanne nicht so fortsetzen. Ist also eine Übertreibung, bringt aber die Auflagenzahlen des Spiegels nach oben. Und dann gibt es die Kölner Verkehrsbetriebe, die offensichtlich in ihren Werbeabteilungen leichte Fehler machen. Die denken, wenn es warm wird, dann haben wir eine Wüste. Oder wenn wir überhaupt eine Katastrophe haben, könnte ja auch eine Eiszeit kommen. Auf jeden Fall wird es aber ganz schlimm. Und beide Bilder sind dazu gedacht, die Kölner dazu zu bewegen, dann mehr die Straßenbahn und die Busse zu benutzen und vom Auto wegzugehen. Also hier haben wir eigentlich typische Beispiele und ich glaube, im Fall der Kölner Verkehrsbetriebe ist es vielleicht nicht ganz ernst gemeint, dass man mit Angst arbeitet, um die Menschen zu irgendetwas zu bewegen. Angst ist aber ein schlechtes Werkzeug, ist aber das typische Werkzeug der Politik, der Medien und auch natürlich der Religionen. Und genau die Angst ist das falsche Werkzeug, um zu vernünftigen Lösungen zu kommen. Aber man kann damit Geld verdienen. Ja, ich bin also gegen die Angst. Ja, jetzt kommen wir mal, also ich will mal gleich voraussetzen, ich bin also in Übereinstimmung mit der Arbeitsgruppe 1 des Weltklimarates. Die Arbeitsgruppe 1, das sind die Forscher, ja, anderen beiden Arbeitsgruppen sind andere Leute, also mit den Wissenschaftlern bin ich in Übereinstimmung, mit dem Unterschied vielleicht zu dem einen oder anderen Klimaaktivisten oder Aktivistin, dass ich das alles gelesen habe und in den großen Vorlesungen mit den Studis durchgearbeitet habe. Es gibt dann verschiedene Versionen in Chinesisch, in Spanisch und in Englisch. Ja, und da ist eine Menge Substanz drin, aber ich bin in 100% Übereinstimmung mit diesen Wissenschaftlern. Okay, es wird also warm und der Hauptgrund ist die CO2-Emission aus den fossilen Energieträgern, also aus der Verbrennung von Kohle, Gas und Erdöl. Und jetzt ist die Frage, und da steht es ja schon, Verbote als Lösung, welchen Weg gehen wir, um dieses Problem in den Griff zu bekommen, also um die Klimaerwärmung aufzuhalten. Und da will ich mal gleich mit diesem Phänomen hier anfangen. Was wir hier sehen, ist eine Messung auf Mauna Loa. Das ist das Observatorium dort und unten links finden Sie den Link von der NOAA. Und da wird also jedes Jahr, fast jeden Tag, wird die CO2-Konzentration auf der, in der Atmosphäre gemessen und auf Hawaii, also Mauna Loa, da hat sich das CO2, dieses Klimagas, also schon erheblich verteilt. Und die rote Kurve ist der Jahresverlauf, der zeigt so eine charakteristische Schwankung, der kommt durch die Landpflanzen zustande. Also immer im Nordsommer sinkt die Konzentration, das ist da, wo die rote Kurve steil nach unten geht. Jetzt geht es aber eigentlich um den gemittelten Verlauf, das ist die schwarze Kurve mit den schwarzen Punkten. Und da ist der Jahreszeitenverlauf, also die Schwankung ist rausgerechnet.
Und was wir da sehen, ist, dass diese Kurve in diesen Jahren von 2018 bis 2022 einfach mehr oder weniger linear ansteigt. Das ist aber erstaunlich, denn im violetten Bereich, da hatten wir die globale Pandemie. Da waren die Flugzeuge gegroundet, die Pendlerströme kamen praktisch zum Erliegen, die Menschen blieben größtenteils zu Hause. Und da man nun annimmt, dass viel durch die Flugzeuge kommt und durch die Autos und wir alle zu Hause blieben auf der ganzen Welt, würde man ja denken, dass dieser Anstieg des CO2 sich dann eben in der Pandemie oder nach der Pandemie irgendwie abflacht. Wir sehen aber an der schwarzen Kurve keine Veränderung, praktisch keine Veränderung. Das heißt, die ganzen Verbote in der Pandemie, es waren ja wirklich global die Flugzeuge gegroundet und die Pendlerströme kamen zum Erliegen, die Verbrennerautos, die Leute sind zu Hause geblieben. Und wir sehen einen ungebremsten Anstieg des CO2s. Das ist ein erstaunliches Phänomen. Und das macht ein Fragezeichen dahinter, ob diese Verbote denn wirklich so sinnvoll sind oder andersherum, ich kann erst mal fragen, ja, warum ist es denn weiter angestiegen? Ja, und der Grund ist ja folgende, es gibt unzählige Quellen von diesen Treibhausgasen, hauptsächlich des CO2s. Wir sehen hier ein Bild vom World Resources Institute, der Bezugspunkt ist 2016, aber ich fand dieses Bild hier, unten ist der Link angegeben, sehr illustrativ und es ist auch im Original, das ist ja nur ein Screenshot, ist es eben interaktiv. Sie können einen einzelnen Strang anklicken und dann kriegen Sie den Verlauf und die Prozentzahl im Detail. Und die Gesamtmenge, die nach rechts abfließt in die Atmosphäre, das sind die drei Haupttreibhausgase, das ist also CO2, Methan und Lachgas, hauptsächlich eben zu drei Vierteln ist es CO2 und es stammt, also alle drei Gase, aus unzähligen Quellen. Und Straße, also Mobilität oben, da in dem gelben vertikalen Streifen, der fängt oben an mit Straße und dann Transport mit Luft, Schiff und Eisenbahn, das macht einen gewissen Anteil aus, aber keineswegs den Löwenanteil. Zum Beispiel sind Wohnhäuser und Gebäude, also Bürogebäude, Industriegebäude, deren Betrieb und deren Bau immerhin doch mit allerhand Prozent etwa genauso viel wie die Mobilität beteiligt. Und dann haben wir viele andere Quellen, unter anderem auch hier in Violett unten die Landwirtschaft. Es sind also unzählige Quellen, die zu den Emissionen der Treibhausgase beitragen. Und deswegen macht das Grounden der Flugzeuge und das Stoppen der Pendlerströme in der Pandemie so gut wie keinen Effekt. Das ist eine schlechte Nachricht, weil es bedeutet, dass die Eindämmung der Emissionen auf globalem Level halt ganz, ganz schwierig ist. Denn es bedeutet, dass man an sehr vielen Punkten angreifen muss, wenn man wirklich etwas machen will, was matters, was also einen Unterschied macht. Und ich denke, einzelne Verbote noch dazu in einzelnen Ländern, wenn man also nur in einem Land etwas verbietet, dann ist das vielleicht für die Bevölkerung eine ziemlich harsche Maßnahme, aber die Wirkung wird sich sehr in Grenzen halten, außer ein solches Verbot wird von vielen, vielen anderen Ländern wenigstens nachvollzogen oder auch ja, nachgemacht. Das ist aber die Frage, wie hart die einzelnen Verbote für die jeweilige Bevölkerung dann sind und ob sie bezahlbar sind. Also das zunächst mal als Faktum hier. Wir haben sehr viele Quellen, wir müssen an vielen Stellen angreifen. Und da muss ich sagen, dass der Green Deal der EU im Gegensatz zur Berliner Politik eben tatsächlich dieser Vielfalt gerecht wird, denn es gibt dieses Regulierungswerk der Taxonomie, die an unzähligen Economic Activities, also Wirtschaftsaktivitäten und Privataktivitäten angreift und viel eher diesem Phänomen hier tatsächlich gerecht wird. Das nur als Bemerkung für diejenigen, die schon mal was von dieser Taxonomie gehört haben oder darüber Bescheid wissen. Es ist allerdings ein großes Regulierungswerk. Gut, aber es gibt erstmal diesen Plan A für das Klima. Das bedeutet, ich werde dann noch einen Plan B vorstellen. Plan A für das Klima ist, wir haben also vier große klassische Energien. Das sind die drei fossilen, Kohle, Erdöl und Erdgas. Die sind für CO2-Emissionen verantwortlich und die Kernenergie. Und Deutschland will aus diesen vier großen Energieträgern aussteigen oder ist auch schon aus der Kernenergie größtenteils ausgestiegen. Und es sind nur vier große Energiequellen, weil ich jetzt nur über die Gigawatt-Energien rede, nicht
nicht über die Megawatt-Energien. Megawatt-Energien, das sind zum Beispiel Gezeitenkraftwerke oder Geothermie oder ähnliches. Ich rede also nur über das, was für ein 85-Millionen-Volk wirklich einen Unterschied macht, und das sind Gigawatt-Leistungen. Gut, also Kohle, Erdöl und Erdgas wegen Klima nicht mehr und Kernenergie sowieso nicht mehr. Und dann bleiben eigentlich 4 Erneuerbare im Bereich 1 Gigawatt, und das ist Sonne und Wind, über das werden wir noch mehr reden, und dann Biomasse, also Energiepflanzen und ähnliches, und die Wasserkraft. Die Wasserkraft ist in Deutschland praktisch voll ausgebaut, entfällt also für den Umstieg, deswegen hier grau gedruckt. Und dann haben wir die Biomasse, und die Biomasse ist sehr kritisch in Zeiten, in der die Menschheit weiterhin um rund 1 Milliarde alle 12 Jahre wächst und wir es mit Hunger zu tun haben. Also Energiepflanzen zu nutzen für die Energieerzeugung halte ich für moralisch nicht vertretbar angesichts der Probleme auf der ganzen Welt mit der Nahrungsmittelerzeugung. Wohl die Abfälle, aber die werden schon genutzt. Also wirklich ausbaubar im Gigawattbereich sind Sonne und Wind, und deswegen wird ja ganz richtig hauptsächlich über Sonne und Wind diskutiert in Deutschland. Ja, und da gibt es dann von den Verfechtern der Photovoltaik oder der Solarenergie immer diese Bilder, wo man ein solches Viereck in die Sahara malt. Und dieses Viereck hier in Rot, das hat eine Fläche, wenn man die mit den normalen Photovoltaik-Modulen mit ungefähr 15% Wirkungsgrad und dann vielleicht noch Straßen dazwischen, man muss übrigens da Staub wischen, ne, in der Sahara. Also man muss an die Solarzellen rankommen und muss sie auch montieren, sodass die Fläche immer ein bisschen unterschiedlich ist, je nachdem, welche Angaben die entsprechenden Leute, die das berechnen, hier machen. Ich hatte jetzt also so Straßen vorgesehen, wo man so Roboter hat, die diese dann immer mal Staub wischen und sowas. Aber diese Fläche würde ausreichen, und in der Tat, diese Zone ist praktisch unbewohnt. Die kann man also mit Photovoltaikmodulen pflastern, und das würde pro Jahr nominell ausreichen für den gesamten Energieverbrauch der Menschheit. Das ist die Power der Photovoltaik. Die ist phänomenal. Das Problem ist allerdings, ich war eben auch mal auf so einer Tagung der Energieerzeuger, da wollte man also solche Solarkraftwerke wenigstens mal in Marokko aufstellen. Also es gibt nicht so große Solarkraftwerke in der Sahara, so wie ich weiß, also ich habe es mal recherchiert, also nur relativ kleine. Das Problem ist, wenn man jetzt eine Leitung legen würde über Gibraltar, das Ding will irgendwie nicht hier so richtig, mal gucken, ob es jetzt geht. Nee, jetzt geht es auch nicht. Also Sie sehen ja Marokko da und dann über Gibraltar nach Spanien, dass man da eine Leitung legen muss. Und so eine Leitung zu legen, Sie kennen das ja hier in Bayern, das Problem, das Ding, der Laser will nicht, weiß nicht. Oh, ja, jetzt, das geht. Wie geht er jetzt? Hast noch eins höher? Nee, da nicht. Nein, es geht nicht, müsste rot sein. Ne? Da ist rot. Ja, die Batterie ist alle. Das ist eben das Problem mit diesem Also was sieht hier so was Rotes? Ne? Sorry, ich musste den Scherz jetzt machen. Also gut, da ist Marokko. Und es gibt eben auch in Spanien, ähnlich wie bei der Hochspannungsleitung von der norddeutschen Küste, von den Windrädern nach Bayern, es gibt Gegner von solchen Hochspannungsleitungen. Ja? Und erst recht, wenn die dann durch ein ganzes Land durchgehen, wo gar kein Strom bleiben soll. Also es wird sehr schwierig, Europa oder gar Deutschland von der Sahara aus zu versorgen und auch angesichts der politischen Instabilität. Es ist ein Idealbild, es zeigt aber die Power der Photovoltaik, gilt auch innerhalb Deutschland. Also mit Photovoltaik kann man viel machen, nur nachts eben nicht. Ne? Aber sonst geht es. Aber trotzdem, ich bleibe jetzt also Photovoltaik. Jetzt kommen wir mal zum Wind. Und der Wind ist wirklich die Erfolgsstory. Als das losging mit der Energiewende, also sehr intensiv, hätte ich nie gedacht, dass es gelingt, Deutschland beim Strom zu 100% aus Erneuerbaren zu versorgen. Es gelingt aber jetzt. Wir sehen hier von Agora Energiewende so einen Tagesverlauf, das ist vom 11. Januar bis zum 16. oder 15. Januar diesen Jahres. Und wir sehen da diese violette Kurve, die leider ein bisschen dünn ist, das ist der Bedarf von Deutschland. Also es schwankt immer Tag und Nacht und mit den Wochenenden und so. Und wenn wir mal auf den 14. Januar um 16 Uhr gucken oder 17 Uhr, da kreuzt also diese violette Linie die Summe aus den unteren Linien. Das ist die grüne Bandenergie, das ist der Beitrag der Biomasse. Dann in hellblau, dieser dünne Streifen, ist die Hydro, also die Wasserkraft. Dunkelblau die Offshore-Windenergie und hellblau die Onshore-Windenergie. Der Hauptanteil ist die Onshore-Windenergie. Da war Wind. Und dann kann der Wind 70-80% des Stroms liefern für ganz Deutschland. Jetzt, in diesem Augenblick, vorausgesetzt ist es Wind. Aber jetzt sind Sie, sagten ja, es sei Wind. Ne? Ja, aber zu viel Wind ist auch wieder schlecht. Dann muss man die abschalten. Ne? Also das ist aber ein enormer Erfolg. Und deswegen nenne ich die Windkraft
einen enormen Erfolg der Energiewende in Deutschland. Allerdings sehen wir, dass da auch grau die Fossilen weitergelaufen sind. Wir hatten da eine enorme Überproduktion an Strom. Denn die Summe aus diesen farbigen Bereichen hier, die ist ja durchaus, hier links haben wir die Skala 25, 50, 75 Gigawatt. Das war die Gesamterzeugung mit den Fossilen, also dieses Graue da oben drüber, die war ja vielleicht 10 oder 15 Gigawatt höher als der Bedarf. Das heißt, das war eine Zeit, als sich die Schweiz freute, weil man nämlich von Deutschland, was eine riesige Überproduktion an Strom hatte, genau diese 10 oder noch mehr Gigawatt, da kann man sehr preisgünstig von Deutschland Strom einkaufen, denn Deutschland ist froh, wenn es den Strom los wird. Und warum hat man die Fossilen nicht ausgeschaltet? Weil man sie nicht ausschalten kann. Denn man braucht sie für Zeiten, wenn der Wind nicht mehr ist. Ja, bevor ich auf die Probleme eingehe, das war also jetzt erstmal ein Erfolg. Ich fand es einen fantastischen Erfolg für die Energiewende. Es gibt noch etwas sehr Positives, das ist jetzt hier ein ganzes Jahr, also von Juli bis Juli, 21 bis 22 auch, Agora Energiewende. Und das Blaue hier, also der graue Balken, der da durchgeht, oder nicht Balken, sondern die graue Fläche sind der Beitrag der Fossilen, der ist also immer noch signifikant. Aber was wir sehen, ist das Gelbe. Das Gelbe ist die Photovoltaik, die im Sommer beiträgt, und im Winter haben wir das Hellblaue, und das ist die Onshore-Windenergie. Und wir haben tatsächlich da ein Ausleveln, das also im Sommer ist weniger Wind, aber dafür mehr Sonnenenergie, und im Winter weniger bis gar keine Sonnenenergie und dafür mehr Wind. Das heißt, die beiden Erneuerbaren, die gleichen sich ein bisschen aus, aber eben nur ein bisschen. Was wir auch sehen, ist, dass beides, also sowohl diese gelbe Kurve als auch die blaue wild schwankt. Es ist eine fluktuierende Einspeisung, so als würde ich beim Auto den Motor einschalten und 5 Minuten später wieder auf volle Pulle einschalten, wieder ausschalten. Sie würden auf der Autobahn, wie Herr Sinnes mit dem Ruckhaften angedeutet hat, eben nur ruckhaft vorankommen. Und das sieht dann eben so aus, dass wir in demselben Zeitraum, Januar 2023, wo wir Zeiten hatten, wo Deutschland zu 100% aus Sonne und Wind und der Biomasse versorgt werden könnte oder versorgt wurde, dass wir zu einem anderen Zeitpunkt, jetzt der 23. Januar bis zum 29. Januar, da war kein Wind und Sonne ist im Winter sowieso nicht, das ist das Gelbe, ist also ganz wenig, deswegen ist ja Winter, ne? Weil also es ist Winter, weil die Sonne nicht so viel scheint. Deswegen, also die Schweiz hat ja die Idee, die Schweizer haben jetzt, ich wohne in der Schweiz, deswegen kenne ich das so ein bisschen, die haben jetzt die Idee, dass sie im Winter vielleicht eine Stromlücke haben, weil sie so von Wasserkraft abhängt, und im Winter ist die Wasserkraft nicht so gut dabei, weil das Wasser einfriert. Das versteht man, ne? Deswegen, so. Und jetzt sind sie auf die Idee gekommen, Sonnenenergie. Ja, Sonnenenergie geht im Winter aber auch nicht so gut. Ja? Das sieht man hier. Also im Sommer, das habe ich jetzt nicht gezeigt, da würde die Sonnenenergie da fast 50 oder 70% des Stroms tagsüber liefern können. Gut, aber was ich hier zeigen wollte, ist, dass es also im Winter, in den 3 Wintermonaten, Dunkelflauten gibt, wo zu 80% oder zu 70% die Fossilen einspringen müssen. Und wir brauchen deswegen eigentlich auch, sogar wenn wir Sonne und Wind weiter ausbauen werden, 40 bis 50 Gigawatt fossile Leistung in Reserve. Und in Reserve heißt, dass wir insbesondere bei der Kohle, aber auch beim Gas, die Kraftwerke nicht wirklich ganz ausschalten können. Weil, also Gaskraftwerke kann man vielleicht ganz ausschalten, das wissen vielleicht Leute, die Gaskraftwerke betreiben, besser. Aber die anderen Kraftwerke kann man nicht einfach ausschalten, weil die das nicht so gut vertragen, wenn die von der Betriebstemperatur einfach abgekühlt werden, und es dauert ziemlich lange, um die wieder hochzufahren. Und deswegen müssen die weiterlaufen, um dann, wenn der Wind ausfällt und die Sonne nachts, dann müssen die einspringen. Das heißt, das Land muss eigentlich fast die volle Versorgung, 70 oder 80% an Reserveleistungen in grundlastfähiger Energie, und das sind eben bisher die fossilen oder die Kernkraftwerke natürlich, das muss es in Bereitschaft halten. Und das ist natürlich ein Problem. Aus Sonne und Wind allein, das folgt eigentlich schon aus diesen Kurven hier, lässt sich das Land im Augenblick mit den Techniken, die wir haben, nicht versorgen. Es muss auf jeden Fall Reserveleistung fossil, die dann auch immer wochenweise in den Dunkelflauten im Winter einspringt, bereitgehalten werden. Gut, jetzt ist die Idee, also wir haben nicht genug Strom aus Erneuerbaren, also bauen wir mehr Windräder auf. Und Kanzler Scholz fordert 4 bis 5, das ist die Süddeutsche Zeitung hier, neue Windräder pro Tag. Ja, also den Wind mehr ausbauen, in der Hoffnung, denke ich, dass diese hellblaue Linie da, die allerdings teilweise bis auf Null geht,
5 mal 0 ist immer noch 0. Ja. Also man kann es aber weiter ausbauen, dass man dann also mehr Grundlastfähigkeit in die Windenergie reinbringt. Und da gibt es einen ganz interessanten physikalischen Aspekt zu einem weiteren Ausbau der Windenergie. Und zwar habe ich hier einen Vortrag gefunden, das ist auch ein YouTube-Vortrag, aber auch ein richtiges Paper, hier unten ist der Link angegeben, von Axel Kleidon. Und zwar geht es da um die physikalischen Limits der Windenergie. Windenergie ist eine natürliche Ressource, so wie die Wasserkraft. Und bei der Wasserkraft wissen wir, wenn wir jetzt zum Beispiel aus einem Fluss Wasser entnehmen, dann ist der Fluss irgendwann alle. Ne? Sie können nicht beliebig viel Wasser aus einem Fluss entnehmen, zum Bewässern zum Beispiel. Das hat die Menschheit auch schon ein paar Mal ausprobiert. Es gibt dann Flüsse, die trocken fallen, weil man so viel Wasser entnommen hat. Könnte das mit dem Wind passieren? Wie viel Windenergie haben wir denn eigentlich? Und das hat Herr Kleidon vom Max-Planck-Institut, ist das, steht das da dabei, welches für Biochemie, Biogeochemie in Jena, der hat das analysiert. Und das ist ein sehr physikalischer Ansatz, der mich sehr beeindruckt hat, weil der Wind entsteht eigentlich als Abfallprodukt der Sonnenenergie. Wind entsteht durch Temperaturunterschiede und das ganze Ding ist eine Wärmekraftmaschine, die den Wind als mechanische Energie antreibt. Und wenn wir hier mal schauen, wie viele Windräder hier, das ist landgeist.com, wo ich hier diese Primärdaten her habe, also jeder dieser violetten Punkte oder Gruppen von Punkten sind so Windräder, dann haben wir in Norddeutschland, in Dänemark und auch in der Nordsee und in Teilen von Großbritanniens eine enorme Konzentration an Windrädern. Und man kann ausrechnen, Herrn Kleidon folgend, wie viel Windenergie überhaupt in dieser natürlichen Ressource zur Verfügung steht. Und das sind 0,7 Terawatt. In diesem, also wenn man es einfach mal auf die Fläche von Deutschland bezieht. 0,7 Terawatt installierte Leistung. Das wäre die gesamte Energie im Wind, abgeschätzt der Berechnung von Herrn Kleidon folgend. Und wenn man so viele Terawatt sind, das sind 1000 Gigawatt, ja. Wenn man also so viele Terawatt oder 0,7 Terawatt auf dieser Fläche installieren würde, käme der Wind zum Erliegen. Das hätte dann ganz interessante Folgen, weil nämlich die feuchte Luft vom Meer, die käme dann nicht mehr durch hinter die Barriere der Windräder, zum Beispiel nach Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt auch Messungen, dass im Lee von großen Windparks, dass da die Luft trockener wird. Es gibt also Wetter, das ist nicht Klima, Klima ist der Mittelwert über 30 Jahre, es gäbe Wetterveränderungen, Veränderungen der Luftströmung durch so viele Windräder. Und die installierte Leistung ist im Augenblick 0,15 Terawatt. Das heißt, wir haben jetzt schon in dieser Region so viele Windräder, dass wir einen signifikanten Teil dieser natürlichen Ressource anzapfen. Und da wäre die Frage, was hat das für Folgen, wenn man jetzt noch mal viermal so viele Windräder da aufbauen wollte, um dann wirklich zu 100% erneuerbaren zu kommen. Und das ist einfach nur ein Fragezeichen. Ich würde also dafür plädieren, dass wir ein bisschen vorsichtig sind, damit Windräder noch viel mehr, also ein Faktor 2, 3, 4, also ein paar Windräder mehr kann man schon machen, 4, 5 am Tag, die Frage ist, wie lange. Aber irgendwann hat es Folgen auf die Windströmung selber. Die Ressource Wind ist nicht unbegrenzt. Ja, und dann gibt es noch von Herrn Kleiden hier diese interessante Sache, da geht es um die mittlere Windgeschwindigkeit hier links. Also Wind gibt es hauptsächlich, ja, ist der Link angegeben, das ist ein Programm, was so Wind, durchschnittliche Windgeschwindigkeiten modelliert hier für Deutschland. Auf der linken Seite haben wir die Windgeschwindigkeit, gelb ist 6 Meter pro Sekunde, hellblau ist 4 Meter pro Sekunde, das sind die Geschwindigkeiten. Und wir sehen, dass natürlich am meisten Wind im jährlichen Mittel ist, das ist allerdings in niedriger Höhe, ich glaube in 2 Meter oder 5 Meter Höhe, über Grund gemessen. Oder gerechnet, dass der meiste Wind an der Nordsee ist. Und weiter drin geht es dann von 10 Metern pro Sekunde auf eine Geschwindigkeit von 6 runter. Jetzt ist es allerdings so im rechten Bild, dass die Energiemenge, die ein Windrad entnehmen kann, geht mit der dritten Potenz der Geschwindigkeit. Und zwar, wenn Sie sich an den Physikunterricht erinnern können, wenn ich einen Würfel habe mit der Masse m, und der, also ein Auto zum Beispiel, ja, kann man als Würfel annähern, mit der Masse m und der bewegt sich mit der Geschwindigkeit v, ist die kinetische Energie 1/2 mv². Okay, da steht V hoch 3. Okay, warum V hoch 3? Weil, wenn ich mir ein Windrad vorstelle und ich lasse jetzt da einen Würfel durchgehen, so ein Würfel, noch ein Würfel,
noch ein Würfel. Und ich erhöhe die Geschwindigkeit. Ein Würfel, noch ein Würfel, noch ein Würfel. Die Zahl der Würfel, die durchgehen pro Zeiteinheit, skaliert linear mit der Geschwindigkeit. Es ist ein halb mv Quadrat mal v. Das heißt, die Energiemenge, die ich mit Windrädern aus der Luftströmung entnehmen kann, skaliert mit der dritten Potenz der Geschwindigkeit. Das heißt, relativ geringe Änderungen in der mittleren Windgeschwindigkeit im linken Bild, die verändern sich in einen drastischen Unterschied, wenn ich nach der Energiemenge in der Luftströmung gucke. Das heißt, ein bisschen weniger Geschwindigkeit macht viel weniger mögliche Energieentnahme. Das bedeutet, Sie können hier in Bayern natürlich prima Windräder aufstellen. Sie sehen auch gut aus. Jeder wird anerkennen, dass Sie sich redliche Mühe geben. Ja, es sind ja auch Symbole. So, früher hatte man so Kreuze und jetzt hat man eben... Nein, lass mal jetzt... Ja, weil, also natürlich ist das die Windgeschwindigkeit in unteren Höhlen und jetzt sind diese Biester immer größer, da muss man die Windgeschwindigkeit, aber trotzdem skaliert es mit der dritten Potenz. Es macht Sinn, in der Nähe der Küste große Windräder aufzustellen und dann diese dicken Leitungen nach München zu bringen, damit sie ja auch Windstrom bekommen können. Gut, aber hier die Dinger aufzustellen, ja, kann man machen, aber muss man schon sehr genau, vielleicht auf dem Berg oben oder so. Ja, das war jedenfalls ja klar, der das meines Erachtens physikalisch richtig analysiert hat. So, jetzt haben wir diese fluktuierende Einspeisung und haben diese Dunkelflauten. Was müssen wir denn machen, wenn wir das jetzt weiter ausbauen wollen, wie das die Bundesregierung möchte? Weiterer Ausbau von Sonne und Wind. Dann haben wir erstmal die zunehmende Gefahr von einer massiven Überproduktion. Ich hatte ja schon gesagt, die Fossilen kann man sowieso nicht abschalten. Dann haben wir schon mal 10 Gigawatt. Und im Sommer, wenn dasselbe passiert, dann haben wir die Solarenergie tagsüber. Und die bringt dann nochmal 50 Gigawatt. Und dann haben wir wirklich eine enorme Überladung des Netzes. Ja, wohin mit dem vielen Strom? Steigender Anteil Erneuerbarer ist nur noch formal richtig. Sie berechnen den Mittelwert, aber was Sie tatsächlich haben, ist tagsüber bei Wind eine gigantische Überproduktion, die man nicht verbrauchen kann und dann wieder Zeiten im Dunkeln ohne Wind. Was kann man machen? Man kann speichern und diese Speichermöglichkeiten haben wir einfach nicht. Der Bedarf, das kann man abschätzen, ich habe es ja gerade gezeigt, jetzt im Winter wäre mindestens Speicherbedarf eine Woche Dunkelflaute und das wären eben 10 Terawattstunden oder 10.000 Gigawattstunden. Und da kann man die Autobatterien einer zukünftigen Flotte von Elektroautos, 40 Millionen berechnen, da kommen wir gerade mal auf 4.000, also 4 Terawatt, das würde also nicht reichen für eine Woche, aber immerhin, also man könnte dann alle Autos da anschließen. Und die Pumpspeicher, die Deutschland im Augenblick zur Verfügung hat, die sind viel zu wenig, da steht hier der falsche, das sind 37 Gigawatt. Wir brauchen also 10 Terawatt, aber nur 37 Gigawatt. Die Pumpspeicherkraftwerke sind nicht da. Also allenfalls eine gigantische Flotte von Elektroautos, die dann brav am Netz hängt, um die tagsüber bei Wind produzierten Überschüsse aufzufangen. Das wäre denkbar, aber eben im Augenblick nicht realistisch. Was ich denke, was wirklich der Weg wäre, ist Power to Gas oder Power to Liquid. Das heißt, wir haben Elektrolyseure im Bereich von Gigawatt, die mit riesigen Stromleitungen den Strom in Wasserstoff umwandeln, der dann vielleicht noch weiter verarbeitet wird in Methan, was man so ein bisschen besser verarbeiten kann. Aber die Frage ist, kann ich das hochskalieren? Die Elektrolyseure, die wir haben, sind ein Faktor 1000 zu gering in der Leistung ungefähr. Kann man das so unproblematisch hochskalieren? Was sind die Zeitskalen, bis ich eine Wasserstoff-Power-to-Gas Umwandlung habe im Gigawatt-Bereich und wir brauchen ja noch viele Gigawatts, ja, und was sind die Kosten? Die Kosten, das ist nicht umsonst, da aus dem erneuerbaren Strom Wasserstoff zu erzeugen und ich glaube, wir lernen hier gerade in ganz Europa auf die harte Tour, dass die Kosten eine Rolle spielen. Die Kosten sind nicht egal. Der erneuerbare Strom kostet was, auch wenn er formal erstmal nichts kostet. Und der Wasserstoff würde eben deutlich teurer werden als der Marktwasserstoff. Ich denke, wir haben keine Speichermöglichkeiten im Augenblick. Die Überschüsse werden im Augenblick ans Ausland abgegeben, so viel ich weiß. Also die Speicherproblematik ist nicht gelöst. Kann natürlich sein, dass es doch noch eine Technik dann gibt, die dann kommt. Und dann haben wir die Kosten. Die Sonne schickt keine Rechnung, der Wind auch nicht, aber die Solar- und Windparkbetreiber schicken Rechnungen, die Dachanlagenbesitzer schicken Rechnungen, die Netzagenturen schicken Rechnungen, die Backup-Kraftwerke schicken Rechnungen, das Finanzamt übrigens auch. Dann gibt es noch die CO2-Steuer und die negativen Strompreise für das Ausland. Das freut natürlich das Ausland, aber die kosten was. Und ich habe hier gefunden, dass der mittlere Preis 2022, das ist hier Finanztipp, ich weiß nicht, ob es
stimmt, ich kriege alle möglichen Informationen über den wirklichen Strompreis für den Endverbraucher, 37 Euro Cent. In Konstanz gab es jetzt eine Warnung, aber ich glaube, es ist nicht eingetreten, dass dieses Jahr der Strompreis auf 50 Cent ungefähr steigen sollte. Das ist er nicht, weil es jetzt, glaube ich, einen Strompreisdeckel gibt, aber das ist auf jeden Fall ein phänomenal hoher Strompreis, der viele Leute, die einkommensschwach sind, heute ein bisschen an die Wand drückt. Und es ist ja nicht nur der Strompreis. Und ich denke, dass die Kosten für diese ganze Geschichte wirklich bedacht werden müssen. Insbesondere gibt es ja noch Länder, die viel weniger Geld haben als wir. Ja, also in Asien, in Afrika. Und wir wollen ja vorangehen. Aber wenn wir etwas haben, was unsere Leute kaum bezahlen können, wer soll es denn dann? Also die Schweizer. Die Schweizer können es dann noch bezahlen. Die zucken noch nicht mal mit der Wimper. Aber in der Schweiz kostet der Strom im Augenblick nur halb so viel. Was ist der wirkliche Wert der Elektrizität? Wir haben hier ein Solarkraftwerk, das war zumindest vor 2 Jahren das größte der Welt. Das steht an der Grenze zwischen Pakistan und Indien, in Indien. Und es ist eine Fläche von, steht das da irgendwo, ich glaube 50 Quadratkilometern. Die installierte Leistung ist 2,2 Gigawatt. Das sind fantastische Dimensionen. Und die Gestehungskosten sind laut Angaben der Hersteller 4,4 Dollarzins pro Kilowattstunde. Und ich glaube, das ist dann der wirkliche Wert des Stroms, der liegt irgendwo bei 4, 5, 6 Cent. Der wirkliche Wert der Ressource Strom, so wie er auch an der Strombörse immer mal gehandelt wird, er ist jetzt teurer geworden, dann sind es 10 Cent, aber auf alle Fälle eben in diesem Bereich ungefähr bewegt sich das. Und das hier ist auch ein Beispiel für Photovoltaik in wirklich einer Dimension, die sehr erfolgreich ist. Und das macht Indien, ein Land, in dem die Menschen ganz arm sind. Aber dieser Strom ist eben auch billig, weil die Solaranlagen dastehen, wo die Sonne scheint. Ja, zur globalen Energiewende Plan A. Ich bin immer noch Plan B. Ich komme gleich zu Plan B. Also meine These ist eigentlich, dass Plan A auf der Zeitskala von 10, 20 Jahren nicht passieren wird. Ob er in Deutschland passiert, also wirklich dieser Umstieg, wage ich auch zu bezweifeln unter realistischen Bedingungen. Ich weiß, man macht sich sehr unbeliebt, wenn man diese Dogmen in Zweifel zieht, aber ich denke, da sind wirklich harte, die Realität greift irgendwann einmal. Das hier ist eine Folie von der Bundesanstalt für BGR, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Ressourcen oder Rohstoffe. Und hier sehen wir die Entwicklung des Energieverbrauchs global von dem Beginn der Industrialisierung bis 2020. Und wir sehen auch den Zuwachs der neuen erneuerbaren Wind und Sonne, das ist da, wo der rote Pfeil hin zeigt, da sind so ein paar sehr dünne, bunte Linien. Nach wie vor sind global die erneuerbaren Energien, Wind und Sonne, die sind zu vernachlässigen. Und da gibt es noch die modernen Biofuels. Das allermeiste ist Kohle, Erdöl und Erdgas und es hat die ganze Zeit immer noch zugenommen. Und die Ursachen für die Zunahme, das sind eher wirtschaftliche oder soziale Zunahme. Eine Hauptursache ist, wenn ich da daneben plotten würde, die Zunahme der Weltbevölkerung, dann sehe die Kurve ungefähr genauso aus. Wir haben im Augenblick ein lineares Wachstum der Weltbevölkerung von 1 Milliarde Menschen alle 12 Jahre. Und global sind diese Erneuerbaren, die man hofft, dass die die Energiewende bringen, bisher zu vernachlässigen. Und vor allen Dingen der Zuwachs an Erneuerbaren ganz oben, der hat nicht dazu geführt, dass der Verbrauch an Fossilen zurückgegangen ist. Also es ist einfach nur noch mehr Energie. Gut, vielleicht noch einen Punkt. Es gibt einen Herrn Mark Mills, das ist ein Wissenschaftler oder ein Think Tank-Mitglied im Bereich der Finanzen, glaube ich, in den USA. Der hat ein fantastisches Video gemacht über den Verbrauch an Rohstoffen für eine globale Energiewende. Und das ist hier ein Bild. Unten ist der YouTube-Link angegeben. Das ist ein fantastisches Video, was einen zurückholt in die Realität. Denn wie viel Lithium, Graphit, Kobalt, Nickel oder seltene Erden brauche ich denn für eine globale Energiewende? Und die Zahl, die immer oben auf so einem Balken steht, ist der Faktor gegenüber der aktuellen Weltproduktion. Ich brauche 42 mal mehr Lithium, 25 mehr Graphit und 19 mal mehr Nickel, als heute produziert wird, um eine globale Energiewende mit Wind und Sonne und Ähnlichem und den Autos, den Elektroautos umzusetzen. Und das liegt daran, dass der Rohstoffverbrauch für
ein Großkraftwerk, ein Kernkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk eben sehr viel geringer ist pro Kilowattstunde, als wenn ich das mit diesen Erneuerbaren mache. Ich muss da viel mehr an Geräten aufstellen, so seine Argumentation. Also ich habe es nicht selber überprüft, aber ich habe das Gefühl, dass der Rohmaterialverbrauch, wenn wir unsere gesamte Energie, selbst wenn es weniger Energieverbrauch werden sollte, ist aber unwahrscheinlich, weil die Weltbevölkerung wächst, dass der Rohstoffverbrauch, dass der enorm zu groß ist. Und Mark Mills kommt eigentlich zum Ergebnis, dass alleine aufgrund dieses Versorgungsproblems, haben wir genug Lithium, haben wir genug Nickel, diese globale Energiewende einfach nicht stattfinden wird. Die Energy Transition Delusion ist der Titel hier dieses Beitrags. Ja. Also, Deutschland geht einen Weg, den es vielleicht noch weitergehen kann, der aber sehr schwierig wird, mangels Speichern. Wenn es Speicher im Terawattstundenbereich gäbe, wäre der Weg vielleicht okay, aber die gibt es vorherst eben leider nicht. Und die Frage ist auch, also Solarenergie gibt es glaube ich genug, aber diese Sache mit dem Wind, da bin ich mir nicht so sicher, ob man den Wind beliebig weiter ausbauen kann, aber der Rest der Welt wird möglicherweise nicht folgen, insbesondere dann nicht, wenn es sehr teuer ist. Was ist also zu tun? Und da möchte ich jetzt meinen Plan B vorstellen. Aber bevor ich auf den Plan B eingehe, noch diese Folie hier. Mir kommen diese Forderungen nach null CO2-Emissionen, das ist die EU und das ist auch Berlin, die kommen mir sehr radikal vor. Null CO2-Emissionen, zumindest energiebedingte Emissionen. Und das ist so ähnlich wie in China diese Null-Covid-Forderung. Das ist sehr radikal und es treibt vielleicht die Menschen ein bisschen an den Rand des Machbaren. Ja, und wir haben hier eben diese vom Assessment Report Nummer 6, die verschiedenen Szenarien, wie sich die CO2-Emissionen entwickeln sollten zwischen 2050 bis 2100. Wir starten hier links bei 40 Milliarden Tonnen pro Jahr. Das sind im Augenblick ungefähr die CO2-Emissionen energiebedingt. Und nur die SSP 1 bis 1.9, nur dieses Szenario, das kann das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Und da muss eben tatsächlich die Emission bis 2050, die untere blaue Linie, auf null absinken. Und dieser Linie folgt die EU und auch Deutschland. Aber das ist nicht netto null, sondern das ist absolut null. Und das ist in meinen Augen eine sehr radikale Folgerung. Und wir haben hier diese beiden Symposien gemacht. Das ist eins in Konstanz, eins in Romanshorn. Und der Sinn hat auf dem ersten Symposium, wo es um die Umgrenzung des Problems, das ist ja ein Problem aus Klima, Energie, Ökonomie und Bevölkerung, hat da mit vorgetragen. Und wir haben versucht, erstmal das Problem zu umreißen, global, interdisziplinär. Und im zweiten Symposium dann versucht, eine Lösung zu finden unter Einbeziehung der globalen Situation, wie des Weltbevölkerungswachstums. Und eine Sache habe ich von dem ersten Symposium mitgenommen, hat auch Professor Ockenfels gesprochen. Und beide Wirtschaftsexperten haben gesagt, Unilateralismus, also das ist jetzt meine Formulierung, ich weiß nicht, ich würde es wahrscheinlich anders ausdrücken, es geht um Reziprozität. Unilateralismus plagt nur die eigenen Bürger. Weil wenn wir etwas machen, wo die anderen Länder nicht folgen, hat es herzlich wenig Effekt. Und für die Schweiz, ich halte diese Vorträge auch in der Schweiz, da ist besonders deprimierend, da wohnt eben nur ein Tausendstel der Weltbevölkerung. Und was dieses ultrareiche Tausendstel so treibt, interessiert wirklich niemanden. Außer sie machen etwas, wo Nigeria und Bangladesch folgen können. Aber bei Deutschland mit einem Hundertstel der Weltbevölkerung ist die Aussage eigentlich auch nicht so viel anders. Wir müssen also etwas tun, was von den anderen Ländern, wo die Leute wesentlich ärmer sind und vielleicht auch eine ganz andere Kultur und Denkweise haben, wessen die folgen können. Und da möchte ich hier mein Badewannenmodell vorstellen, was das Ergebnis der beiden Symposien ist. Und zwar, die Badewanne ist unsere Atmosphäre und in unserer Atmosphäre ist eine bestimmte Menge an Kohlendioxid und die Badewanne wird immer voller. Und je mehr CO2 wir in der Atmosphäre haben, umso wärmer wird es. Und wenn sie überläuft, also hier oben, dann ist es zu warm. Okay? Und wir füllen da, das sind jetzt Zahlen aus dem aktuellen Assessment Report, da habe ich das nochmal korrigiert. Ich war von ungefähr 40 Milliarden Tonnen ausgegangen, aber der AR6, der neueste Report, da stehen eben 35 Milliarden Tonnen drin. Kommt immer ein bisschen darauf an, wie das berechnet wird. Energiebedingte CO2-Emissionen. Ja, und da würde jetzt die Badewanne immer voller werden. Aber sie hat zwei Abflüsse. Das sind natürlich
natürliche Senken. Und da verschwindet rund die Hälfte, nämlich in den Bäumen, das ist die Photosynthese, und in den Ozeanen, weil sich in Wasser CO2 löst. Und das ist ein Ansatz, dass wir überhaupt mal ein Bein an die Erde kriegen können. Denn es bedeutet, dass wir nur auf die Hälfte reduzieren müssen. Die Hälfte genügt, weil die andere Hälfte verschwindet zurzeit, und da kann man drüber diskutieren, wie lange, und es ist übrigens keine Steuer. Also wenn wir jetzt auf die Hälfte runtergehen, eine Lohnsteuer würde ja dann auch auf die Hälfte runtergehen oder noch weniger, nicht? Nein, die Senkenleistung ist erstmal unabhängig davon, was wir einspeisen, sondern hängt nur vom CO2-Partialdruck ab in der Atmosphäre, der eben so viel höher ist. Wir müssen nur auf die Hälfte reduzieren, und hier habe ich mal das Originalbild, wo die Zahlen herkommen, aus dem Weltklimaratsbericht genommen. Dann können Sie ja sicher sofort sehen, wo ich die Zahlen her habe hier. Das ist der Kohlenstoffkreislauf. Kann jeder nachschlagen. Assessment Report 6 steht unten, und das ist Chapter 5, und das ist auf Seite 700 das Bild. Ich sagte ja, dass ich das alles gelesen habe, nicht? Und wir sehen hier diesen violetten Pfeil, der da nach oben zeigt. Der wird in der sehr praktischen Einheit von Petagramm Kohlenstoff berechnet. Ja, das kann man dann aber umrechnen. Also man kann das dann umrechnen. Dieses Bild hier habe ich also vereinfacht, und das sieht dann so aus, okay? Also wir müssen nur, also ich wollte nur das Bild aus dem Assessment Report zeigen, dass ich nicht denke, ich habe das alles erfunden, ja? Ich habe es nur vereinfacht. Gut, wir müssen also nur auf die Hälfte reduzieren. Und da muss ich sagen, war ich jetzt selber ganz erleichtert. Das hat also mein Kollege Professor Eberhardt rausgefunden. Der hat das also auch gelesen und kam also rüber. Ja, Gerhard, ey, warte mal, ey, wir müssen ja nur auf die Hälfte reduzieren. Das ist ja gar nicht so schlimm. Also es ist immer noch schlimm, ja. Ja, aber nur die Hälfte ist ja, da kann man wenigstens mal drüber nachdenken, ja. Und das bedeutet übrigens auch, dass die Budgetmodelle falsch sind. Also es ist nicht so, dass wir jetzt noch 7 Jahre haben und dann ist alles vorbei, sondern wir können sogar überschießen und dann erst runterkommen, dann würde die Badewanne relativ flott wieder an Pegelstand verlieren. Es gibt kein festes Budget, sondern wir könnten sogar für alle, also für sehr lange Zeit, diese Hälfte des Augenblicklichen emittieren und es würde nichts passieren. Darauf beruht unser Plan B für das Klima. Das ist eine menschenfreundliche und wirtschaftsfreundliche Version der Energiewende oder sagen wir des Klimaschutzes. Und das möchte ich hier vortragen, weil man will ja nicht immer bloß, dass die alten Männer mit den weißen Armen kritisieren, geht sowieso alles nicht, das könnt ihr nicht machen, das Speicher gibt es auch nicht, Windenergie gibt es gar nicht genug und Solarenergie ist viel zu variabel, geht alles nicht. Dann sind die jungen Leute immer so frustriert, ja. Und deswegen habe ich gedacht, ja, was können wir denn machen? Bisher wusste ich ja auch nicht, was wir machen können. Ich habe gesagt, es ist Mist, solange die Weltbevölkerung so zunimmt. Jetzt haben wir aber eine Idee mit diesem Netto Null. Und zwar, wir können aus den 4 Großen aussteigen und sie ersetzen aus die folgenden. Und zwar müssen wir aus der Kohle raus. Wir müssen auf die Hälfte runter. Und auf die Hälfte kommen wir runter, wenn wir von Braunkohle und Steinkohle auf Erdgas umsteigen. Weil pro erzeugte Kilowattstunde Strom ein modernes GUD-Kraftwerk nur ungefähr die Hälfte oder sogar nur ein Drittel an CO2 emittiert. Wenn wir also, die Kohle ist jetzt wirklich eine schlechte Idee, deswegen war ich so überrascht, dass Garzweiler sogar von der Ampelregierung verteidigt wurde. Weil ausgerechnet die Braunkohle ist ja wirklich die schlechteste Idee. Also ich bin jetzt wirklich kein großer Anhänger der Energiewende nach Berliner Modell, ja, aber an der Braunkohle festzuhalten. Gut, also von Braunkohle auf Erdgas, und wir können das Erdöl da weiterverwenden, 50% nur reduzieren, nämlich zum Beispiel bei Flugzeugen, Kerosin, sehr schlecht zur. Dann gibt es global den Ansatz, viele Länder steigen um auf die Kernenergie, es gibt neue Kernkraftwerkstypen und die alten können verbessert werden. Ich denke, und das ist auch die Überzeugung von China und USA, dass wir ohne Kernenergie kriegen wir das ganze Ding nicht gebacken. Wir brauchen die Kernenergie, es gibt nur den deutschsprachigen Raum, der hat irgendein Problem. Ja, natürlich Erneuerbare, natürlich Windenergie, aber nicht so viel Wind, dass der Wind stehen bleibt. Und natürlich Sonnenenergie, die ist allerdings hoch volatil und im Winter ist schwierig. Und die Effizienz steigern und neue Energiequellen gibt es vielleicht auch noch. Wir Physiker haben noch ein paar neue Ideen. Da kann man noch also in der Zukunft hoffen. Das wäre eine ganz grobe Idee unseres Plan Bs, einer menschenfreundlichen und wirtschaftsfreundlichen Version der Energiewende und auch einer Energiewende, der vielleicht die anderen Länder dann wirklich folgen. Das bedeutet übrigens auch, dass der Ansatz von Frau Merkel, von Kohle auf Erdgas umzusteigen, und Erdgas gibt es in Sibirien genug, der war richtig. Der war verflixt nochmal richtig, dass dieser Typ da in Russland so ein bisschen, das ist jetzt einfach nicht gut, aber für die ganze Welt gilt es. Wir haben genug Erdgas für 100 Jahre. Das kann man also erstmal machen.
Ja, und das Ganze, was mich in Deutschland immer betrübt, aber auch in der Schweiz, ist, dass die Ganzheitlichkeit überhaupt nicht betrachtet wird. Es gibt hier diese 17 UN-Nachhaltigkeitsziele. Und wenn man nach Indien fährt, nach Nigeria oder nach Bangladesch, da haben die Leute ganz andere Sorgen. Punkt 1 der Nachhaltigkeitsziele, Armut. Punkt 2, Hunger. Punkt 3, Gesundheit. Punkt 4, Erziehung, Schulen und so weiter. Und ihr könnt da mal gucken, wo ist denn das Klima? Ist das Klima überhaupt bei diesen 17 Nachhaltigkeitszielen dabei? Wer kann denn sehr schnell gucken? Es ist die Nummer 13. Ja, das Klima ist auch wichtig. Und Frieden kommt auch irgendwo vor. Es ist die Nummer 16. Ja, also das sehen wir ja gerade. Mit dem Klima als einzigen Ziel, diese Panzer laufen mit Dieselöl. Also wir müssen einen ganzheitlichen Blick haben, sonst können wir die Probleme nicht lösen. Und mit so einer Einengung auf nur eine Sache, wir brauchen CO2-Reduktion, werden wir die Welt nicht retten, sondern nur mit den Menschen. Das ist hier ein Bild von meinem ersten Symposium. Da hat die Frau Voigt von der Deutschen Stiftung für Weltbevölkerung über die Situation der Menschen in Afrika berichtet und hat dieses wunderbare Bild hier gezeigt. Wir müssen den Klimaschutz, aber auch die vielen anderen Probleme, Hunger, Armut, Erziehung, also Bildung, mit den Menschen machen und nicht gegen die Menschen. Ja, das wäre also hier meine letzte Folie, mein Vorschlag, Visionen statt Dystopien, also keine Weltuntergangsvision, um die Menschen einzuschüchtern, es müsste alle zu Hause bleiben oder nicht mehr fliegen oder sonst was, sondern wir brauchen positive Visionen und da gibt es eine ganze Menge Ansätze und global müssen wir zum Beispiel auch irgendwie die Bevölkerung stabilisieren, starkes Bevölkerungswachstum hier jetzt in den Ländern südlich der Sahara, da wird sich nach den Prognosen der UN die Bevölkerung von heute 1 Milliarde auf 4 Milliarden erhöhen. Und wenn Sie jetzt meinen, Sie hätten ein Migrationsproblem, das ist nur das Rinnsal. Wir haben ein Riesenproblem mit der Zunahme der Weltbevölkerung, insbesondere in Afrika. In anderen Regionen wird es viel besser. Also wird sich die Bevölkerung stabilisieren, weil überall der Lebensstandard wächst. Deswegen denke ich, dass diese einseitige Betonung des Klimaproblems uns nicht wirklich hilft. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, Herr Gantefüll, vielen Dank für diesen spannenden, brillanten Vortrag. In so kurzer Zeit so viele Themen anzusprechen und verständlich und rüberzubringen, das ist schon eine Leistung. Ich würde dafür normalerweise die doppelte Zeit brauchen, muss ich gestehen. Und dann würde ich es immer noch nicht so klar sagen wie Sie. Ja, diese verschiedenen Ziele, die Sie da zum Schluss angesprochen haben, die bewegen mich auch zurzeit. Der Frieden ist ja nun ein wichtiges Ziel für die Menschheit und das Klima ist ein wichtiges Ziel und die beiden stehen in einer unmittelbaren Beziehung zueinander. Denn wenn wir Treibstoffe, die auf den Weltmärkten handelbar sind, einsparen, dann lassen wir ja diese Treibstoffe für den Rest der Welt verfügbar. Wir drücken den Weltmarktpreis. Wir rufen unter sonst normalen Bedingungen den Anreiz für andere Länder hervor, mehr davon zu kaufen und genau das eigentlich, was wir freigeben. So ist der Marktmechanismus, so war es beim Öl definitiv die letzten 40 Jahre vor Corona, dass jedwede Einsparung an Öl seitens bestimmter Länder nur dazu führte, dass das Öl anderswohin floss, ohne dass irgendwas in der Erde geblieben wäre. Es wurde immer genauso viel extrahiert wie vorher auch. Das war ein ganz stabiler Pfad, der sich nicht beeinflussen ließ. Gut, jetzt kann man hoffen, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen und dann die anderen Länder nicht die Gelegenheit nutzen, zu niedrigeren Preisen, die wir für sie ja erzeugen, die Chinesen zum Beispiel, jetzt diese freigegebenen Brennstoffe kaufen. Aber das werden sie bestenfalls tun, wenn Frieden ist. Und da sind wir bei der Verbindung der beiden Themen. Wenn kein Frieden ist, sondern wenn Spannungen da sind und wenn der Westen die Strategie hat, China klein zu halten, Amerika hat das sicherlich als strategisches Ziel, dann kann man nicht erwarten, dass die anderen da in irgendeiner Form mitspielen. Und dann ist das mit dem Unilateralismus nicht nur ein Problem, dass wir klein sind und dass das ein Tropfen auf einen heißen Stein ist, sondern es ist gar kein Effekt, weil eben die Brennstoffe für die anderen da
sind und nehmen gerne die Subventionierung ihrer Industrie durch die niedrigen Energiepreise mit, die wir erzeugen, dadurch, dass wir diese Energie eben nicht kaufen und die Mengen von fossilen Brennstoffen freilassen. Das hat also alles miteinander zu tun und so einfach geht das nicht. Und ich bin Ihnen auch dankbar, dass Sie betonen, dass der Weg, den wir hier in Deutschland gewählt haben, schon ein sehr ambitionierter, wenn nicht zu sagen utopischer Weg ist. Ja, also in 23 Jahren, die uns verbleiben, bis oder 22 Jahren nur noch bis 2045, wollen wir ja in Deutschland voll ausgestiegen sein aus allen fossilen Brennstoffen. Das ist, wie man es auch rechnet und wie man auch nachdenkt, vollkommen utopisch. Das kann nicht annähernd gelingen. Was sind denn schon 23 Jahre in der Energiewirtschaft, wo die Entstehungsperioden und die Planperioden also selbst schon so über ein Jahrzehnt hinausgehen? Ausreicht, nicht? Das ist also rein technisch alles gar nicht möglich. Man setzt diese hehren Ziele und man riskiert damit, dass die Bevölkerung eines Tages dann sagt, das ist alles sowieso utopisch und wir wollen uns jetzt einer realistischen Sichtweise hier zuwenden. Also, Herr Gantefür ist wirklich niemand, der hier den Klimawandel bestreitet. Ich erinnere mich an ein sehr interessantes Gespräch, das wir mal in einer längeren Autofahrt hatten, wo ich ihn herausgefordert habe und er mir wirklich überzeugend dargelegt hat, was die Mechanismen sind, wodurch eben das CO2 die Temperatur erhöht. Aber sie erhöht sie in Abhängigkeit von der Konzentration dagegen zu tun. Aber ich weiß nicht, dieses Kohlenstoffbudget-Thema scheint also nur eine Public Relations-Angelegenheit zu sein, ohne dass es eine ernsthafte, nachvollziehbare wissenschaftliche Basis gibt. Gut. Ich bin also sehr angetan von diesem Vortrag. Ich glaube, er hat uns sehr viel mitgebracht. Jetzt möchte ich das Feld eröffnen für Ihre Fragen. Herr Gantefür, kommen Sie doch dann wieder hier hin, bitte. Und wir haben jetzt vielleicht aus dem Publikum heraus Fragen. Hier vorne. Ja, also vielen Dank für diesen Vortrag. Ich fand den auch so verständlich und so einleuchtend, dass ich Sie fragen möchte, hatten Sie schon mal Gelegenheit, mit maßgeblichen Politikern zu sprechen und wie die darauf reagieren? Also, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie lange eine Gesellschaft eigentlich so abgekoppelt von der Realität Entscheidungen treffen kann. Und dann habe ich gedacht, na gut, ein Politiker wird vom Volk gewählt. Und wenn er jetzt irgendwas sagt, was das Volk gar nicht leiden kann, weil das Volk eben einer bestimmten Mainstream-Ideologie folgt, dann wird er eben nicht mehr gewählt. Und die Folge davon ist, dass die meisten politischen Parteien eigentlich dasselbe sagen, was jetzt diesen Themenkreis angeht, weil die Bevölkerung selber eben so ideologisch eingenordet ist. Und wenn jetzt, also ich war tatsächlich mal auf einer Podiumsdiskussion in Berlin mit Herrn Lindner. Da ging es eben um Energie und Klima, um die Lösung dieses Problems. Da waren auch irre viele Leute, also weiß ich nicht, in Berlin sind immer ganz viele Leute. Und, aber Herr Lindner hat eben auch nicht eine starke Position so betreten, weil das zu gefährlich ist. Also das Volk bekommt die Politiker, die es haben will. Und Politiker, die etwas Unbequemes sagen, wie ich jetzt zum Beispiel, ich würde nicht gewählt werden. Ja, ich kann das machen, ich bin ja in Pension, ich kann irgendwas sagen. Ja. Also die reden nicht mit mir, aber es ist Selbsterhaltungstrieb. Ja, da hinten ist eine Frage. Ja, Feitzelmeier von der ILF, Professor Gantefür, auch herzlichen Glückwunsch zu dem Vortrag, hat mich sehr beeindruckt. Ich habe eine Frage. Diese Net-Zero-Vorgabe der International Energy Agency, ist es nicht Ihre Badewanne? Net Zero. Ist es ein Widerspruch oder ist es Ihre Badewanne? Ja, also wir haben die erstaunliche, also es ist ja nur, also Wolfgang Eberhardt, Professor in Berlin, hatte primär diese Idee und hat mich irgendwann angerufen und er hat dann versucht, seine Analysen, dass nur die Hälfte ist, zu publizieren.
Wir konnten es nicht publizieren, weil die Medien und auch die Politik sagten, das weiß doch jeder. Und immer wenn ich das hier vortrage, dann sagen die Leute, hä, nur die Hälfte? Das ist ja mir ganz neu. Weil es wird immer von Net Zero gesprochen und in dem Augenblick, wo sie mit meiner Analyse, die ja so im Weltklimaratsbericht drinsteht, kommen, dann sagen die, die wissend sind, nö, ja, das müssen wir nicht publizieren, ist doch klar, Netto Zero ist nur die Hälfte. Und im nächsten Augenblick heißt es, die EU muss bis 2050 auf null reduzieren. Und das ist fast schon schizophren. Man wird richtig verrückt, ja, weil sobald man nachfragt, sagen, ja, weiß ich, aber sie kriegen es nicht publiziert und es weiß kaum jemand. Und ich habe mal mit einem Klimaforscher, will ich jetzt nicht den Namen sagen, weil er mir sehr sympathisch ist, auch ein sehr kompetenter Mensch, darüber diskutiert, inwiefern ein Wissenschaftler in der Klimabereich, aber auch in jedem Bereich verpflichtet ist, mit Angst zu arbeiten. Und er hat mir vorgeworfen, dass ich den Angstlevel reduziere und die Bevölkerung möglicherweise nicht mehr motiviert ist, die harten Anforderungen der Energiewende zu erfüllen. Und da würde ich jetzt fast, aber das ist Verschwörungstheorie fast, ja, denken, okay, das wird jetzt wirklich nicht kommuniziert, dass wir insgesamt nur auf die Hälfte reduzieren müssen, um eben die Motivation aufrechtzuerhalten. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, so, ja. Warten Sie, das Mikrofon kommt. Links meldet sich die ganze Zeit. Dorothea Böhm, Junior Career Coach. Wie haben Sie es denn der Jugend verklickert? Haben Sie mal einen Vortrag bei der Jugend gehalten? Denn ich meine, so im Schnitt sind ja nicht unsere Altersklasse dagegen, sondern eigentlich mehr so die jüngeren Semester. Bei denen haben wir ja die Schwierigkeiten. Ja, ich habe ja bis zum Oktober letzten Jahres an einer Universität gelehrt und die sind schon jung. Und es sind aber Physiker. Und Physikerinnen. Also in der Universität ist es ein bisschen anders, wobei da wieder die Berliner Universitäten und die anderen Universitäten sich ein bisschen im Grad der Ideologisierung unterscheiden. Und man muss sehr aufpassen, was die Presse uns vermittelt, was die Jugend denkt und was wirklich draußen die Mehrheit denkt. Und ich glaube, da gibt es eine verzerrte Wahrnehmung. Ich habe sehr viel naturgemäß eben mit jungen Menschen, weil ich da eben bin und meine, jede Menge junge Leute. Und ich war sogar mal auch in Hannover, war das auf einer Podiumsdiskussion, wo meine Opponentin eben von den Fridays for Future war, die junge Dame. Und das Publikum war einigermaßen entsetzt, weil wir einer Meinung waren. Weil ich über diese 17 Nachhaltigkeitsziele, über diesen Ansatz, kriegen sie die jungen Leute. Die wissen auch, dass die ärmeren Menschen auch in Deutschland nicht alles bezahlen können und dass wir eine menschenfreundliche Energiewende, Politik und Maßnahmen brauchen. Also ich spreche mit jungen Leuten, ja, und ich habe meinen YouTube-Kanal. Da ist allerdings, wir haben eine Analyse gemacht, das stimmt schon, dass der Durchschnitt liegt zwischen 30 und 60 Jahren und ist männlichen Geschlechts. Ja, was ist ein bisschen dumm, ja. Aber ansonsten habe ich ziemlich viel mit jungen Leuten und es ist nicht so, dass ich angegiftet werde, aber das funktioniert eben über diese Glaubwürdigkeit, Ideologieneutralität und über diese soziale Komponente. Da kann man auch die jungen Menschen einfangen, also die, die nicht vollkommen in Panik sind. Hier vorne die beiden. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für den guten Vortrag. Thorsten Schiele, mein Name. Ich hätte, ja, meine erste Frage hatten Sie mir auch weggenommen, ob Sie das schon mal irgendwo politisch publik gemacht haben bei dem einen oder anderen, aber das kann man ja nachher auf YouTube sich auch angucken, das ist schon mal gut. Meine Frage wäre, wie stehen Sie zu dem CCS-Thema, also der Kohlenstoffdioxidabscheidung und Verpressung im Boden, die ja nach einigen Jahren dann oder nach einer gewissen Zeit sich, glaube ich, auch zu Carbonaten dann, also zu festen Stoffen in der Erde bilden kann. Die zweite Sache wäre, zu den Badewannen oder zu dem, weil wir den Preis, das wäre eine Frage an den Professor Sinn, wenn wir den Preis senken und die ganze Welt einkauft, eigentlich können wir das ja nur dagegenüber, können wir uns schützen, wenn jetzt Herr Habeck oder irgendjemand anders aus der Regierung ganz viele Badewannen kauft und das Öl da aufbewahrt, damit es keiner mehr verbrennen kann. Aber ich hoffe, er kommt nicht auf die Idee, sonst haben wir das nächste Sondervermögen. Aber nein, das nur am Rande. Meine Frage wäre, Herr Sinn, wo sehen Sie denn, dass wir wettbewerbsfähig sind im Industriestrom? Sind das weiterhin die 5 Cent? Und da wären wir ja weit von weg. Also auf welchen Preis müssen wir kommen, damit Deutschland nicht komplett deindustrialisiert wird von der Wettbewerbsfähigkeit? Vielen Dank.
Ich kann kurz zum CCS-Thema. Also ich hatte vor 10 Jahren über diese CO2-Abscheidung in tiefen Lagern auch mit speziellen so Karbonatisierungseffekten hatte ich analysiert und dann wurde es, glaube ich, verboten in Deutschland und auch es gibt es an einigen Stellen, also zum Beispiel bei Ölbohrinseln, wo CO2 mit anfällt, wird es wieder abgepresst. Aber wenn Sie jetzt 40 Milliarden, also Millionen, man könnte mit Millionen anfangen, 40 Millionen Tonnen mal abpressen, könnte man, oder sagen wir 40.000 Tonnen. Also bei 40 Milliarden Tonnen halte ich das nicht für realistisch. Und auch diese Prozesse der Karbonatisierung sind zu langsam. Also es wird jetzt wieder diskutiert und ich hatte ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt so ein Verzweiflungsgrad, ja, der da erreicht wird. Also ich hatte es schon mal verworfen, aber ich sehe, dass es jetzt wieder hochkommt. Man muss es nochmal neu recherchieren, aber sehr optimistisch bin ich nicht. Das war die schwarze Pumpe, die ja in Hessen, glaube ich, war. Das, was ich vergessen hatte, waren auch die Erdgasbestände in Deutschland, was wir damit machen können. Aber jetzt machen Sie erstmal den Preis. Nichts leichter als das. Also Sie kennen ja die Firma Wacker Chemie. Die hat vor längerer Zeit schon eine große Produktionsstätte, eine riesige, in Tennessee errichtet. Dort wurden, soweit ich mich erinnere, 10 Dollar Cent pro Kilowattstunde verlangt. Und dieser Preis wurde für 3 oder 4 Jahrzehnte garantiert. Also das war damals, wo der Industriestrom doch noch um die Hälfte teurer war, wenn nicht zum Teil ums Doppelte, schon Anreiz genug, die Verlagerung vorzunehmen. Und bei den jetzigen Preisen ist der Anreiz natürlich riesengroß, dass energieintensive Branchen abwandern. Nicht zuletzt die chemische Industrie. Sie wissen, dass Herr Brudermühl ja erklärt hat, dass er also die Zelte, ein bisschen verblümt, aber die Zelte so allmählich abbaut hier mit seiner BASF und in China entsprechende Kapazitäten aufbauen will, ungeachtet der politischen Großwetterlage. Weil die chemische Industrie eben ganz viele fossile Stoffe braucht, Brennstoffe eigentlich, die nicht verbrannt werden, sondern für die Chemie direkt eingesetzt werden. Im Übrigen braucht sie auch viel Energie selber. Für die Erwärmung der Prozesse ist es ausgerechnet worden, die chemische Industrie braucht, wenn man alles mit Strom machen wollte, und aus dem Strom kann man über Wasserstoff dann auch wieder diese Kohlenwasserstoffe künstlich erzeugen, die sie dann für ihre Chemie da brauchen. Da würde die chemische Industrie so viel Strom brauchen, wie die Bundesrepublik Deutschland insgesamt heute verbraucht, um die zu halten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man einsparen will, ist es dann sinnvoll, so etwas noch zu subventionieren? Oder die Reduzierung der Preise möchte, ja, die Verbraucher sollen mal ganz viel zahlen und wir zahlen nur wenig. Das ist aber ökonomisch ein nicht haltbarer Standpunkt, wenn es darum geht, den Wohlstand der Menschen in Deutschland insgesamt möglichst hoch zu halten, beziehungsweise die Kosten, die Wohlstandsverluste aufgrund der Politik gegen den Klimawandel, wenn man die minimieren will. Das Gesetz des einen Preises ist eines der Fundamentalgesetze, wenn nicht das Fundamentalgesetz der volkswirtschaftlichen Allokationstheorie. Man kann also zeigen, es gibt keine Möglichkeit, kostengünstiger CO2, also wohlstandsvernichtender im üblichen Sinne CO2 einzusparen, als über einen einheitlichen CO2-Preis für alles, für die Gebäudeheizung, für die Industrie, für die Autos, für alles. Deswegen fordern Ökonomen durch die Bank weg, unisono, also einen einheitlichen Preis. Aber sie sagen natürlich auch, das muss ja ein einheitlicher Preis in der Welt sein. Nur, wenn wir es schon in Europa unilateral machen wollen, ist immer noch besser mit einem einheitlichen Preis, statt mit Einzeleingriffen über differenzierte Preise in die Industriestruktur. Und was Sie so schön fanden, da muss ich Sie aber mal kritisieren. Oh,
Diese Taxonomieverordnung ist ja der Versuch, ganz differenziert überall einzugreifen, indem die EU-Kommission definiert, wie grün irgendwelche Produktionsprozesse sind. Und wenn sie dann richtig schön grün sind, dann darf die Europäische Zentralbank diese Papiere bevorzugt für ihre Refinanzierungsgeschäfte in Zahlung nehmen, sodass sich eine differenzierte Zinsstruktur auf den Märkten herausbildet. Und wenn Frau von der Leyen sagt, du bist grün, dann darfst du eben in Zukunft zu den halben Zinsen dich verschulden, wie jemand, der nach ihrer Meinung nicht grün ist. Das ist Hanebüchen, das ist also ökonomisch vollkommen unerträglich und es verletzt natürlich auch das Mandat der EZB und verletzt den Maastrichter Vertrag, wonach die EZB also keine Wirtschaftspolitik machen darf. Die darf es einfach nicht. Sie muss die Preise stabil halten. Das ist ein lexikografisches Ziel und andere Dinge, so schön sie sein mögen, darf sie gar nicht machen. Gut, also das ist zu dem diesem Preisthema ein schwieriges Thema. Aber gehen wir jetzt mal zum nächsten. Michael Jäger, Bund der Steuerzahler. Mich fasziniert das, was Sie heute vorgetragen haben, sprechen Sie mir aus der Seele. Bloß die Frage ist, wie wir es umsetzen. Die Frage wäre jetzt, wenn wir wissen, dass wir andere Lösungen brauchen. Effizienz von eingesetzten Mitteln, auch der öffentlichen Hand. Was wir jetzt machen, ist ja Geldvernichtung, ohne einen Effekt zu haben. Welche Anreize bräuchte man dann? Weil Verordnung allein werden es nicht schaffen. Die Leute haben jetzt Probleme, wenn jetzt das durchgeht, was die EU, das Parlament beschlossen hat heute. Dann haben die Leute ein wirkliches Problem, energetische Sanierung. Welche Anreize könnte man machen oder welche andere Lösung gäbe es? Forsten wir dann auf, erhalten wir dann den Amazonas-Regenwälder? Das wäre viel billiger, als was wir heute an Geld vernichten. Also ich persönlich, Herr Sinn hat ja gerade einen Applaus bekommen, weil er sich gegen die Taxonomie ausgesprochen hat. Und ich habe mich für die Taxonomie ausgesprochen, aber nur aus dem Grund, weil sie an so vielen verschiedenen Stellen zugreift und nicht bloß über Sonne und Wind nachdenkt. Deswegen fand ich die Taxonomie-Regulierung gut. Aber Regulierung grundsätzlich finde ich schlecht. Also das erinnert mich immer an irgendeine Schwiegermutter, die einem verbietet, dass man die, oder mein Arzt, genau. Letztes war ich beim Arzt, der hat mir erzählt, was ich alles essen darf und was nicht essen darf, damit ich länger lebe. Und dann kommt eben der alte Gedanke wieder, ja, lebe ich ja eigentlich gar nicht mehr. Ja, es ist so trostlos. Also diese Regulierung, die Idee der Schweiz ist ja die Demokratie, dass man also immer alles so macht, dass es also volksabstimmungskompatibel ist. Die Leute, man muss es mit den Leuten machen. Und es gibt Maßnahmen und wir wollen eben mit einem Expertengremium, das wollen wir als Folge der beiden Symposien erstellen, mit wissenschaftlichen Experten aus diesen ganzen verschiedenen Bereichen und ein Experte oder Expertin ist eben Forstwirtschaft, weil es eben zum Beispiel an der ETH eine Gruppe gibt, die meint, dass man mit Aufforstung schon über die Photosynthese einen Teil der CO2-Problematik ein bisschen in den Griff kriegen kann. Also natürlich nicht den Regenwald abholzen, allerdings ist der Regenwald nicht wirklich eine CO2-Senke, weil er im ökologischen Gleichgewicht ist, zumindest der alte Wald. Also da kommen wir sofort wieder in naturwissenschaftliche Themen. Es ist nicht jeder Wald eine CO2-Senke, aber das sind Aspekte, die global durchaus eine enorme Power entfalten können, also diese Senken zu verstärken und natürlich gleichzeitig erneuerbare Energien und so weiter. Das muss aber nicht über Regulierungen funktionieren, sondern da eben mit den Methoden einer freien Marktwirtschaft und einer Bildung für das Volk, nicht mit Angst, sondern mit Wissen. Wo ist das Mikrofon? Da? Es werden eher mehr. Es werden eher mehr. Ja. Ja, also glaube ich, habe die Order nicht ganz eingehalten, aber geht gleich rüber. Kurze Frage, es haben ja zwei Experten, jeder in seinem Bereich. Mir hat ein bisschen gefehlt noch die operativen Maßnahmen, die wir auch umsetzen können. Könnten Sie mal kurz sagen, was wären Ihre Top 3 Maßnahmen aus beiden Sichtweisen, also aus Ihrer, Herr Sinn, und aus Ihrer, Herr Gante, für was würden Sie machen als Kanzler von Deutschland? Ich? Als Beispiel, was wären quasi Ihre 3 Top-Maßnahmen, um dagegen vorzugehen? Dann fangen Sie mal an. Idealerweise auch umsetzbar. Also, ich würde strikt zwischen handelbaren und nicht handelbaren Brennstoffen unterscheiden. Kohle ist international nicht handelbar, jedenfalls die Braunkohle. Die wird immer nur vor Ort verbraucht. Wenn wir die nicht verbrauchen, bleibt der Kohlenstoff in der Erde. Dann ist er nicht in der Luft. Das ist schon mal ein kleiner Beitrag. Insofern ist das klar. Deswegen habe ich überhaupt kein Verständnis für die Bundesregierung, die jetzt wieder in die Kohle rein will. Aus der Not heraus. Gut, wir haben ein kleines bisschen Verständnis, aber es ist wirklich der absolut falsche Weg und da sind wir
uns ja einig. Mal ganz abgesehen davon, dass der CO2-Ausstoß relativ zu der erzeugten Energie dann so hoch ist. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Aber das entscheidende Thema ist, die ist, bleibt in der Erde, während alle anderen handelbaren Brennstoffe dann einfach woanders hin verkauft werden und da verbrannt werden. Da hat man überhaupt keinen Einfluss. Also würde ich sagen, Braunkohle einstellen und dann versuchen, weltweit zu verhandeln mit aller Kraft, um einen Klimaclub hinzukriegen. Der Kanzler Scholz, Entschuldigung, ist ja richtig da aufgestellt. Er will den Klimaclub. Das ist ein Thema, das William Nordhaus propagiert hat, wo ich selbst auch schon vor langer Zeit das propagiert habe, sowas ähnliches. Das heißt, man muss die gutwilligen Länder zusammenfassen und sagen, wir machen jetzt gemeinsam eine Aktion, aber wir müssen so groß sein, die Daumenschrauben für die anderen da mitzumachen, weil die Idee ist, die werden also nicht mit Freihandel beglückt, wenn sie sich nicht dem Klimaclub und seinen Regeln unterwerfen. Und dazu gehört es als allererstes, eine Verständigung mit China herbeizuführen. Ohne China läuft hier gar nichts in Richtung Klimapolitik auf der Erde. Das, was viele jetzt tun in Deutschland, das verstehe ich überhaupt nicht. Sie machen eine moralisierende Außenpolitik, gehen durch die Welt und sagen, was die anderen alles falsch machen. Wir Deutschen wissen ja, wie es besser ist, verärgern sie und wollen dann gleichzeitig, dass sie bei dem Klimaclub mitmachen. Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Man hat die Moral hier leider nur einmal zur Verfügung. Also, was würde ich machen, wenn ich Kanzler von Deutschland wäre? Hätte ich jetzt Kanzlerin? Nein, nur Kanzler. Gut, ja. Und zwar, also ich beharre hier auf diesem Bild. Ich denke, wenn wir es nicht schaffen, das Bevölkerungswachstum unter Kontrolle zu kriegen, haben wir keine Chance, die CO2-Emissionen unter Kontrolle zu bringen. Die skalieren nämlich praktisch linear mit dem Bevölkerungswachstum, werden aber gebremst mit wachsendem Lebensstandard. Und es braucht nicht diese drakonische Ein-Kind-Politik von China, sondern eine Erhöhung des Lebensstandards. Wir brauchen Wirtschaftswachstum in den armen Ländern. Und das ist Klimaschutz. Und wir gehen voran insofern, als dass diese westlichen Länder, die produzieren das Wirtschaftswachstum. Denn wenn in New York oder auch hier in Europa die Börse zittert, dann geht es diesen Ländern, die weniger reich sind, noch viel schlechter. Also wir gehen voran und wir müssen dann eben mit Handel, mit Export eben sowohl eben Wirtschaftswachstum erzeugen über unser Wirtschaftsmodell, das Vorleben in Kontakt mit diesen Menschen dort und eben auch durch Bildung. Also ein Freund von mir exportiert Maschinen in die ganze Welt und der braucht dann bildet die Leute vor Ort aus, um diese riesigen Maschinen zu bedienen. Das ist ja ein Kursus. Die lernen unsere Technologie, unsere Denkweise und ich denke, das ist eine ganz gute Idee, das nach draußen zu exportieren. Wohlstand und auch eine bestimmte Denkweise und Verantwortlichkeit und das ist eigentlich Klimaschutz. Ja? Und dass man sich hier teure Solaranlagen aufs Dach nagelt, das ist Symbolpolitik. Das hilft der Erde insgesamt herzlich wenig, insbesondere wenn die Photovoltaikanlagen aus China kommen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum soll das der Erde nicht helfen, weil sie aus China kommen? Also ja, da gehen wir aber nicht voran, sondern da geht China voran. Ja, gut. Ja. Jetzt können wir nicht mehr beliebig viele haben. Herr Wehrhahn und da hinten vielleicht noch zwei, drei und dann... Ach, Sie sind die ganze Zeit der Fallenhauser auch. Sie sind mir zu nah. Habe ich Sie übersehen? Dann ganz, ganz kurz dränge ich mich jetzt hier rein. Der Freistaat Max Fadelhauser, ich bin aktiv dabei beim Wirtschaftsberat hier im Energieausschuss. Meine Frage geht auf die Wasserstoffstrategie und was Sie dazu meinen, des Freistaats Bayern. Die ist ja groß angekündigt und auch wird forciert. Wasserstoff ist ein Energiespeicher. Man muss den Wasserstoff irgendwo, wenn man die Energie haben will, aus dem Ausland so die Idee herholen. Es wird immer sehr nebulös gesagt, ja, das kommt dann aus Ländern, wo man viel mehr Sonne und viel mehr Wind hat und da kann man den Wasserstoff viel günstiger produzieren. Ich würde gerne von Ihnen beiden eine Kommentierung zu dieser Wasserstoffstrategie hier, wie sie in Bayern angedacht ist, hören.
Soll ich mal anfangen, weil Sie reden mal so lang? Ja, mich erinnert es an Desertech, muss ich sagen. Also das war, glaube ich, vor 10 oder 15 Jahren so. Da war die Meinung, wir bauen Solaranlagen in der Wüste und der Strom kommt über Gibraltar in so einer dicken Leitung zu uns. Und dann waren alle total begeistert, wollten ganz viel Geld haben und das ist aber nicht passiert. Und auf einem der letzten Konferenzen, wo ich war, zu dem Thema, hatte Desertech dann gemeint, ja, also das Dumme ist ja die stark fluktuierende Einspeisung, die eben die Transferländer auch nicht haben wollten in ihrem Netz, weil also wenn sie da 100 Gigawatt tagsüber und in der Nacht null haben, das tötet jede Netzstabilität in Spanien oder Frankreich. Und dann kamen sie auf die Idee, in der Passat-Windzone Windräder aufzustellen. Also eine Korrektur der ursprünglichen Idee. Und ich denke, bei dem Wasserstoff haben wir so eine ähnliche Idee, die in der Idee gut ausschaut, aber ob die Realisierung stattfindet, da habe ich einen gewissen Zweifel. Aber wenn ich zum Beispiel eine 10 Gigawatt Anlage in der Wüste sehe, die dann 10 Gigawatt in Wasserstoff, chemische Energie umwandelt, die dann in irgendeiner Weise nach Deutschland kommt und da kommen dann vielleicht noch 8 Gigawatt an, dann wäre ich überzeugt. Also der Wasserstoff, den wir kriegen, der wird nicht aus Australien oder aus irgendwelchen Wüsten kommen, sondern aus Frankreich. Ach so. Ja, weil die Franzosen in riesigem Umfang da investieren und wollen unbedingt mit ihrem Atomstrom über Elektrolyseure dann eine große Wasserstoffproduktion aufbauen. Und ich verspreche Ihnen, die werden die Mittel in der EU haben, um Konkurrenz bei der Wasserstoffproduktion aus dem Ausland abzuschotten. Areva ist da ganz groß unterwegs. Da wird der Wasserstoff herkommen. Aber ich weiß nicht, was wir mit dem Wasserstoff wirklich Sinnvolles tun sollen. Denn wenn es ums Klima geht, dann ist es wahrscheinlich besser, den Atomstrom direkt einzuspeisen, um den Verbrauch von fossilen Stromquellen hier zu reduzieren. Aber wenn die Deutschen gerne nun unbedingt Wasserstoff haben wollen, dann kriegen sie ihn aus Frankreich. Das wird kommen. Man kann natürlich mit dem Wasserstoff die ganzen E-Fuels machen, nicht? Und damit kann man die Verbrennungsmotoren weiter betreiben. Vielleicht ist das noch eine kleine Nische, die für die deutsche Automobilindustrie hier interessant ist. Und Minister Wissing hat sich ja in Brüssel unbeliebt gemacht, weil er sich jetzt gegen das Verbrennerverbot, das Totalverbot hier ausgesprochen hat. Da könnte also was zustande kommen. Frankreich und Deutschland haben hier wieder mal einen Deal. Die Deutschen dürfen, was sie so gerne tun, ihre Verbrennerautos basteln, ja, und die Franzosen liefern uns den Wasserstoff dafür. Und Australien, glaube ich nicht, ne? Wird sehr teuer, den Wasserstoff von da um die ganze Welt zu transportieren. Aber warum? Auch nicht. Ich meine, man kann alles machen. Man soll Freihandel ermöglichen und die billigsten Verfahren ergeben sich im Wettbewerb, statt dass man das politisch reguliert. Da hinten waren noch welche, die da sind. Ja, Albert Schleich, auch vom Wirtschaftsbeirat. Herr Professor, vielen Dank für den Vortrag. Das hat richtig gut getan, weil der Vortrag mal so ein bisschen Hoffnung gibt. Ne? Meistens liest man oder hört man ja nur Negatives über dieses Thema, eine gewisse Hoffnungslosigkeit, na, schaffen wir das, nein, wir schaffen das nicht, und insofern war das richtig erfrischend. Jetzt gibt es natürlich einen Dreh- und Angelpunkt, den Sie angesprochen haben und den ich als Jurist nicht beurteilen kann, und da müssen Sie mir jetzt noch ein bisschen helfen. Es wird ja zu dem Thema Senke, Ozean als CO2-Senke, wird ja doch immer was geschrieben. Ja. Und das, was ich so im Kopf habe aus den Artikeln, die ich dazu gelesen habe, ist Folgendes. Ja, da gibt es sehr, sehr ungesicherte Erkenntnisse im naturwissenschaftlichen Bereich. Wie lang funktioniert die Geschichte noch? Ist der Ozean nicht schon in Bälde gesättigt und kann kein CO2 mehr aufnehmen? Können Sie dazu noch ein bisschen mehr sagen? Weil das ist ja wirklich auch für Ihre Lösung und für Ihren Ansatz ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank. Ja, darin gibt es eben auch Kapitel oder vielmehr in diesem Kapitel über den Kohlenstoffkreislauf Arbeiten im Weltklimaratsbericht zur Nachhaltigkeit dieser Senken. Und ich kann nur sagen, also ohne jetzt in die einzelnen Publikationen reingehen zu wollen oder zu können, dass es sich um Jahrzehnte handelt. Also mindestens auf der Zeitskala von einem Jahrzehnt bis zu mehreren Jahrzehnten wird die Senkenleistung aufrechterhalten werden. Also Sie wissen sicher, wenn das Wasser warm wird, dann entweicht das Kohlendioxid wieder. Aber bis so ein 3 bis 5 Kilometer tiefer Ozean warm wird, das dauert auch gerne mal 500 Jahre. Also vorerst bleibt die Senkenleistung
Leistung erhalten und hängt in erster Linie vom CO2-Partialdruck ab. Bei den Landpflanzen ist es ein bisschen komplizierter, weil die brauchen Wasser, sie brauchen Dünger und der jetzige verstärkte Wachstumseffekt kommt durch die ziemlich komplexe Wechselwirkung verschiedener Mechanismen zustande. Aber auch darüber gibt es wissenschaftliche Arbeiten und auch da sind die Zeitskalen mindestens 10 Jahre bis 20 Jahre. Also vorerst können wir uns auf die Senkenleistung verlassen. Ich habe die Frage ein bisschen anders verstanden. Was ist mit dem flüssigen CO2, das wir auf den Meeresgrund verpressen? Da ist der Wasserdruck so hoch, dass es flüssig bleibt und da liegen bleibt. Was halten Sie von dieser Idee? Er meinte mich. Also ist auch eine gute Frage, aber er hatte meinte. Ich dachte, darauf wollten Sie hinaus. Nein, er hat mich schon richtig verstanden. Ich habe ihn richtig verstanden. Also das mit dem flüssigen CO2, wenn man das verpresst, das ist noch ein anderes, ist auch interessant, aber das war nicht die Frage. Ja, so, jetzt nur noch drei und dann ist Schluss. Mehr nehme ich nicht an, da hinten die drei Herren, weil dann die anderthalb Stunden auch vorbei sind. Robert Lechner-Schobel, Innovationsstrategie machen wir in unserem Team und dabei ist natürlich ein Thema sehr heiß für die Zukunft, das ist Fusionsenergie. Und wir sehen, im Big Picture sehen wir 35 privat finanzierte Fusionsentwicklungen, das war der Wert vom letzten Jahr, es kommt noch was dazu, davon 21 in den USA, 3 in der EU, aus Deutschland kommt vielleicht noch eine dazu in diesem Jahr. Wir sehen da eine große Differenz in der Innovation, weil das ist ein Zukunftsthema. Ein spezielles Thema dabei sind die kleinen Fusionskraftwerke. Da gibt es auch 11 Entwicklungen. Und in München ist auch eine in den Startlöchern, ein Fusionskraftwerk, was auf eine E-Log passt, ist ja ganz wunderbar. Und da ist dahinter die Frage, und das ist die Frage an Sie beide, Subventionen, ja, man muss die Innovation subventionieren, damit wir diese Technologie auch beherrschen für den Weltmarkt. Die Kosten werden anfangs sein bei 5 Cent die Kilowattstunde, aber die Skaliereffekte, ich habe das nachgerechnet, da kommt man locker auf einen halben Wert runter. Oder wenn man Wasserstoff braucht, das kann man auch damit machen, dann kommt man auf 2 Cent die Kilowattstunde für die Wärmequelle, um Wasserstoff in einem thermochemischen Prozess zu erzeugen. Und da ist die Frage natürlich, was können wir tun in diesem Lande und für Europa, um hier die Innovationsstrategie für Fusion zu fördern. Es ist nicht lange her, da hat versucht, die Regierung auch Fusion zu verbieten. Danke. Wollen wir vielleicht die anderen beiden Fragen direkt dazu nehmen und dann können Sie antworten. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Heim, Ralf Heim. Ich bin das erste Mal hier beim Wirtschaftsbeirat und muss sagen, es ist großartig, was Sie hier leisten. Und vor allem auch die ganzen Erkenntnisse, die hier bekannt gegeben werden, finde ich sehr, sehr wichtig, weil man doch in den Medien ganz andere Dinge hört, oft natürlich auch ganz bewusst und gezielt. Und deswegen ist es gut, dass Sie hier aufklären und dass Sie die Leute ein bisschen schlauer machen und die schlauen Leute noch ein bisschen schlauer. Und was ich speziell an Frage habe, ist das, es ist sicherlich wichtig, dass alles nachhaltig ist und wir haben ja in großen Teilen Bayerns vor allem hier sehr viele Möglichkeiten mit Geothermie. Es gibt ja auch schon ein paar, die da erschlossen und sehr erfolgreich laufen und die laufen ja 24 Stunden. Und da wollte ich auch fragen, was Sie davon halten und warum das nicht in Bayern mehr gefördert wird. Da wird viel drüber geredet. In der Süddeutschen war auch mal ein großer Artikel, wo es überhaupt die Möglichkeiten gäbe. Aber man sieht und hört relativ wenig und das finde ich bedauerlich. Was ist Ihre Meinung und Ihr Rat dazu? So, und dann die letzte Frage. Ja, Anton Mangstel, ich war mal viele Jahre Abteilungsdirektor bei der Welternährungsorganisation FAO in Rom. Ich wollte einen Kommentar zu den Bäumen und zur Rolle der Bäume. Sie sagten ja schon, Sie wollen in Ihrem Gremium einen Forstwissenschaftler mit dazu nehmen. Das wäre sehr wichtig, weil wir haben schon unglaublich viel Geld zum Fenster rausgeschmissen mit der Pflanzung von Bäumen in Entwicklungsländern, Millionen. Aber die Bäume anpflanzen alleine reicht nicht. Maximal 10% sind davon angewachsen. Das muss man, wenn, dann schon gescheit machen. Dann noch eine kleine Hoffnung, was die Politik anbelangt. Mir kam eine Idee. Vielleicht könnten Sie unseren Herrn Söder gewinnen, wenn Sie ihm das Beispiel mit den Windmühlen erklären und ihm sagen, wenn er in Bayern jetzt fleißig die Dinger baut, dass er dann von dem Wind, wenn von Nord bis Süden Deutschland zugepflastert ist, nichts mehr abbekommt. Und außerdem noch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, diese vielen Windmühlen dann auch einen negativen Einfluss auf das Wetter und auf lange Sicht auf das Klima haben können.
drei Fragen. Fusion, ja. Geothermie und Biomasse. Ja, fange ich mal mit der Fusion an. Also ich denke, langfristig ist die Fusion eine Energiequelle, die die Physik beisteuern kann. Und es gibt ja auch da einen Durchbruch in der Trägheitsfusion, also der Laserfusion in den USA. Aber das sind immer große Anlagen. Also ich habe bisher noch kein Konzept gesehen, wo man mit sehr kleinen Anlagen Fusion zum Laufen kriegen kann. Also es gab da mal die kalte Fusion aus der University of Utah, und immer wenn man in Utah die kalte Fusion erwähnt, dann ist denen das total peinlich und sie laufen so rot an. Und dann gibt es noch die Kavitation, also das sind so Bläschen, die so kollabieren. Das war auch eine Idee, dass es da Fusion gibt, gibt es auch nicht und so weiter. Also es gibt jede Menge Ideen, wie Fusion in so einem Wohnzimmer Schrank geschehen könnte, aber ich würde dann gerne auch mal eine Maschine sehen, die wirklich funktioniert, ohne dass da irgendwo eine andere Energiequelle drin versteckt ist. Tut mir leid, dass ich das so sage. Ich bin wirklich großer Anhänger der Fusion langfristig, und es ist klar, ohne Fusion werden wir niemals die Sterne erreichen. Aber das ist was Langfristiges, das löst unser jetziges Problem meines Erachtens nicht. Und Subventionspolitik, da ist Herr Sinn für zuständig. Und der zweite Punkt, was war das zweite? Das war die Geothermie. Ja, ich hatte ja bei meinem Bild nur über Gigawatt Energien geredet. Und dann gibt es die Megawatt-Energien, und das ist die Tiefengeothermie, wenn Sie die meinten. Dann gibt es ja noch die Wärmepumpe mit Bohrungen von 100 Metern, aber das meinten Sie vielleicht nicht. Sie meinten hier die Kraftwerke, die auch hier in der Nähe von München stehen, die so ein paar Megawatt oder zig Megawatt aus tiefem Wasser, was vielleicht so 150 Grad oder 200 Grad hat, erzeugen. Aber das ist keine Technologie, die uns hier irgendwie, das ist kein Gamechanger. Wir sind da im Megawatt- oder 10-Megawatt-Bereich. Deswegen habe ich das nicht erwähnt. Es ist eben als für die Erdwärmepumpe ist es eine interessante Sache im 100-Meter-Bereich. Und das Letzte, das waren die Forstwissenschaftler. Ich weiß, dass es sehr schwierig ist. China baut diesen Green Wall, um diese sich ausbreitende Wüste einzudämmen. Sehr schwierige Sache. Die Bäume wachsen nicht an, aber sie probieren es. Und die haben eine unglaubliche Power, und sie sind überhaupt nicht pessimistisch. Und das finde ich wichtig. Ja, meine Damen und Herren, damit kommen wir zum Schluss. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Ganteföhr, für diesen fulminanten Vortrag und bei allen Teilnehmern hier für die spannende Diskussion. Das Kennzeichen dieser Diskussion und des Vortrages war die Ernsthaftigkeit, trotz Ihres lockeren Stils. Hier wird kein Problem kleingeredet. Das Klimaproblem existiert. Wir versuchen aber, Sie insbesondere hier Maß und Mitte irgendwie anzusteuern. Ja? Also den Extremismus zu vermeiden, der speziell jetzt die deutsche Energiepolitik auszeichnet. Damit kommt man meistens nicht weit. Im Leben nimmt man auch keine Extremlösungen. Man versucht, Kompromisse zwischen verschiedenen Zielen zu finden und Mittelwege zu finden. Das ist das reale Leben. Und dieses Denken muss sich eigentlich auch bei der Klimapolitik verbreiten. Dann müssen wir eben einen realistischen Ansatz finden, wo wir in Kooperation mit vielen anderen Ländern auf der Erde dieses riesige Menschheitsproblem tatsächlich angehen, hoffentlich erfolgreich angehen. Und wenn es nicht geht, ja, dann haben wir eben die Migrationsprozesse, da haben wir all die Probleme, da müssen wir uns damit auseinandersetzen. Die Menschheit wird dann auch in irgendeiner Weise überleben, aber es wird dann nicht so friedlich abgehen. Da sind wir uns ja auch einer Meinung. Es sind nicht nur die Holländer, die in die Schweiz gehen, wie Sie sagen, sondern es sind andere Migrationsprozesse größeren Ausmaßes, die dann zu erwarten sind. Also ernsthaftes Problem erkannt, Lösungsvorschläge eine ganze Menge. Der Weg durch den Dschungel bis hin zum Licht, der ist hier vorgezeichnet worden, und dafür danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich, Herr Ganteföhr. So, immer. Wollen Sie noch was sagen? Ja, gerne. Wir haben einige Dinge.